Herzlich willkommen zur ersten Bestrafungsfolge von Der Rider vs. André Peschke in diesem Fall. Ja, wie war es noch? Du hast Brausepulver gespuckt. Mhm. Ja. Ich auch, aber leider erst später. Wie ein tollwütiger Himbeerbaum. Wie ein Pro. Wie ein Pro-wütiger Himbeerbaum. Like a boss. Ja, richtig. Ja. So, und du hast was Schönes überlegt. Genau, ich habe Kaffee mitgebracht, den musst du jetzt trinken. No. Ja, wir sind halt Rebellen. Tut mir leid, wir sagen jetzt an der Stelle übrigens schon mal, bitte macht das zu Hause nicht nach. Nee, Kaffee. Ja. Wir sind ausgebildete Profis, die das jetzt machen. Ihr solltet das nicht kopieren, es ist gefährlich. Richtig. Ich habe in meinem Leben ungefähr eine Vierteltasse Kaffee getrunken, deswegen ist es für mich hochgiftig. Nein, Schmarrn, das war es natürlich noch nicht. Ich war vorhin mit Julius. Moment, was gesagt? Ja, jetzt sind wir eh schon auf Band hier. Also jetzt mal still und Füße stillhalten und saufen. So, ich war vorher mit Julius im DM, beziehungsweise war ich im Edeka und im Rewe und im DM. Und habe mir Folgendes rausgesucht. Julius wusste gar nicht, dass es das gibt. Viele Mitarbeiter in Edeka also auch nicht. Manch einer wusste es nicht. Also ich habe für dich, erstmal habe ich ein Geschenk an der Kasse bekommen, und zwar Hafertrink Natur. Wenn es dabei nur bleiben würde, vergiss es. Denn heute gibt es für dich Alnatura Sauerkrautsaft. Milchsauer vergoren. Oh, das klingt ja schon lecker. Milchsauer vergoren. Ich habe nämlich tatsächlich erstmal den Sauerkrautsaft mit Apfelsaft Einlage gefunden und hat gesagt, ob sie den nicht auch in Scheiße haben. Und der wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Genau, dazu habe ich dir noch was mitgebracht. Das können wir eventuell zusammenschütten. Fruit Snack, Apfel, Himbeere, das ist so eine Kleisterkacke, denke ich. Oh. Schaubensaftkonzentrat. Lecker. Ja, lecker. Ne? In Einzelkomponenten gut. Ja, eventuell, das weiß ich noch nicht, das können wir uns mal überlegen, ob wir noch Salz und Pfeffer dazu haben wollen. Zum Abschmecken. Die richtige Note. Als Chefkoch. Ja. Und wenn du beim Trinken Hunger bekommst, kriegst du Chipsfisch. Oh Gott. Wir werden übrigens von keinem der beteiligten Firmen gesponsert. Eigentlich ich bin mir sicher, sie distanzieren sich alle ausdrücklich von diesem Kanal. Ich glaube auch, Mann. Ja. Aber ist okay. So, die Sache ist jetzt folgende. André müsste ein Glas voll Kaffee-Sauerkrautsaft gemischt trinken. Lecker. Vielleicht auch noch ein bisschen Himbeere. Mein Frühstück. Oder jeden Morgen. Breakfast of Champions. Ich könnte aber natürlich, das haben wir uns als kleinen Kniff ausgedacht, könnte ich jetzt sagen, ich trinke auch so ein Glas. Oder vielleicht ich ein halbes oder so. Bin noch nicht sicher, nicht ganz so viel wie du. Und weil ich dann quasi... Ja, Moment, du hast ja verloren. Und weil ich dann quasi so mutig bin, musst du zwei Gläser davon trinken. Oh, ja. Jetzt ist nur die Frage, mache ich das? Also erstmal, wie findest du es? M.I. Shyamalan Twist. Das ist der Plot-Twist. Zu End-All-Plot-Twist. Das ist Hammer, ey. Stellt sich raus, ich habe eine Vagina. So, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Not a twist for me. Ja. Ich bin nicht sicher. Bitte gut schütteln. Wir können auch als Challenge machen und wir schütteln es nicht. Nein. Pass auf. Damn. Also ich bin ja der Meinung, du mischst mir jetzt mal was Schönes und dann trinke ich das und dann guckst du dir das an und dann musst du entscheiden, ob du meinen Schmerz verdoppeln willst. I like it. Nicht. I like it. Shake it. Ist es dir das wert? Shake it like a Polaroid, bitch. Ja, das ist mir wert. Das ist mir wert. Ja, ne? Komm hier, so Tom Cruise-mäßig. Ja, so Cocktail-mäßig. Ja, ja. Ooh, I wanna Mach so. Es sexy. Mach es sexy. Die Subscriber wollen was sehen. Oh. Du bist deinem Publikum was schuldig. Okay. Ich will gar nicht. Ich bin raus. Ich bin komm. Boah. Warte mal kurz. Jules, komm mal her. Wir haben jetzt einen Stargast kurz. Julius Busch. Den kennt ihr ja alle. Ladies and gentlemen, put your hands together. Oh, fuck, nee. Wir haben so eine Scheiße zu riechen, oder was? Hier wollten wir nur Angst machen. Das, Julius, warte, du musst ein bisschen ins Bild kommen und winken. Per Voll flüssig oder so. Get low. Alter, fuck! Milch? Das ist so, als wenn Grünkohl ein Getränk wäre, ne? Das wäre Helmut Kohl ein Getränk, Mann. Oh! Scheiße, ey. Mich ekelt ja eh schon so vor Sauerkraut. Das ist eigentlich nicht beidisch, aber. Sag mal, du wirst ja vorher einen Schluck probieren. Nee, das passt schon. Danke. Ich will die unverfälschte Experience hinterher. Ich möchte meine Geschmacksknospen nicht Das ist eklig. Stinkt es mal. Less talky, mehr gießy. Warte mal kurz, wir machen großzügig hier, ne? Ja, wenn es nicht aufs eigene Konto geht, das Geld fremder Leute wieder ausgegeben. Ja, Mann, das war mein Konto. Schön. Schön auch, dass es ein Milchkaffee ist. Das flockt bestimmt überhaupt nicht aus, ne? Sorry. okay. Jetzt schon die Migräne, ne? Mhm. Okay. Ist auch hier nicht rum. Nicht auf den Tock. Sorry. Oh, macht nichts, macht nichts. Das sind Kollateralschäden. Ich glaube, mehr kriegst du nicht an Kaffee, oder? Ja, finde ich gut. Du bist ja hier der Maître d', ne?
Sag mal, Apfel-Himbeere. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das würde es jetzt abmildern. Das kann sein, aber es gibt diese Schleimtextur natürlich, die, auf die man Wert legen sollte. Auch, ne? Auf der anderen Seite, ich glaube, stinkt es. Ich glaube, ich heb dir das auf. Ja. Aber ich bin nicht sicher, ganz ehrlich. Weißt du was, du kannst mir... Ach, guck dir das an. Sieht man das? Sieht man, wie das hier schön, die Milch sich jetzt aus, schön ausgeronnen ist? Super. Da müssen wir uns beeilen, bevor es sich am Boden absetzt. Sonst müssen wir noch einen Löffel holen. Du kannst mir so einen ganz kleinen Schluck... Nee. Damit du schon mal weißt, ob du pokern sollst. Nee. Warte, ich möchte es riechen. Ja, gut, riechen ist okay. Noch ein bisschen Salz, Pfeffer vielleicht. Das muss ich aber nicht benutzen, oder? Ich mische für dich. Nein. Selbstverständlich. Nein, dann kein Salz und Pfeffer. Fuck it. So ein bisschen. Oh, jawohl. Shit. Ist es zu viel? Ich glaube, das geht schon, ey. Sicher? Hallo? Ich habe verloren. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere, warum ich hier bin. Ich erhebe ein Glas. Besten nichts mit auf dich. So, dann lass es schmecken. Das ist es? Ja, das ist es. That's the way it goes. Boah, nee, ey. Eigentlich muss man das am besten so. Ich habe hier noch einen Eimer. Das ist der Sicherheitseimer. Ganz ehrlich, ich kotze nicht aufs Mikrofon, wenn du kotzen solltest. Wir haben uns vorher informieren lassen, dass das Mikro hier, alleine der Mikrokopf, so 300 Euro kostet, und dass wir nicht drauf kotzen sollen. Ich muss mal riechen. Oh, jetzt riecht's nach Pfeffer. Boah, shit, das ist zu viel Pfeffer, André. Oh Gott. Oh, die Scheiße ist noch warm. Oh, das ist ekelhaft. Oh, ich hatte jetzt was Kühles. Also, oh. Kotz bitte da. Oh, stinkt es. Das ist köstlich. Ja, das sollte jeder mal. Oh, shit, ey. Oh, dass das so warm ist, macht es echt besonders widerwärtig. Ich sollte es einfach so schnell runterkippen, aber ich muss mal kichern, wenn du mich so wegschmeißt. Hauptsache, es ist gut für dich. Oh mein. Musst du aufhören, Mann, das musst du aufhören. Ja, cool. Oh. Eieieiei. Ungefähr so wird es in meinem Magen auch aussehen. Ich muss kurz dazu sagen, ich schaue immer zu Julius, weil er auch lacht. Boah, du stinkst. Hast du mal ein Kaugummi? Hast du daran gedacht? Natürlich nicht, ne? Nee, Julius muss nachher noch was mit mir aufnehmen. Oh, bist... Oh. Köstlich. Sauber. Jetzt halt. Boah. Also jetzt beschreib mal. Also, es schmeckt hervorragend und wenn ich du wäre, würde ich jetzt sagen, komm, ich kipp's auch runter. Ich zeig den Leuten, dass der Kanalinhaber eine harte Sau ist, ja, dass er auch was leistet. Dass er auch was tut fürs Publikum, dass er nicht alles auf die Schultern seiner Gäste ablädt. Aber es ist ja so, ich kann ja auch probieren und dann mich weigern, das zu trinken, dann musst du halt auch nicht mehr trinken. Ja, korrekt. Ja. Okay. Ja. Na dann legen wir doch mal los. Oh, ey. Ich finde, wir sollten. Aber bei mir nicht so viel. Du hast doch gesagt, das entschärft, oder? Ja, weiß ich nicht. Guck mal doch erstmal, wie das aussieht. Boah, voll teil. Halt's mal hoch. Ich hoffe, man hat es gesehen. Guck mal, hier nochmal. Nicht so viel, bitte. Ach, das wird lecker. Geil, ja. Toll. Ich aber tue mal den Pfeffer. Aber da weniger. Bitte weniger. Weniger. Besser vermischt. Hallo, das ist meine Stunde. Außerdem, wenn du die Scheiße wirklich runterkriegst, muss ich mehr saugen. Also, ist das hart, oder? Ich sag mal, ich habe schon bessere Momente in meinem Leben gehabt. Ja, nicht viele mit dir, Sex aber. Sex mit Margaret Thatcher. Boah. Ich hasse halt Sauerkraut, wirklich. Also ich mag den Geruch nicht. In Zukunft habe ich da... Oh, guck mal, wie es unten bleibt. Ja, löst dich auf hier. Das ist wie so Robbie Bubble. Stopp. Ich hab. Keiner hat gesagt, dass ich hier Fair Play machen muss oder so. Nein, ey, aber. Was stinkt das? Für den Geschmack. Ui. Okay, das ist. Meinst du das rein? Ich hab dir auch nicht so genug? Ich weiß nicht. Okay.
Ich weiß nicht, ob mehr Kaffee wirklich schädlich wäre, aber ich höre auf dich. So, guck mal, jetzt beobachte auch noch mal bitte ganz kurz, wie hier das so ausflockt. Wenn das dann so stinken wird, ja. Ja. Bis zum letzten Rest, ne? Also dass du das da unten am Glasboden klebt, ich erwarte das da schon noch mal. Du kommst ja mit der Zunge dahin, das wissen wir beide. Ich weiß nicht, an mir zieht gerade mein Leben vorbei. Ich finde das echt eklig. Ich tue dir schon mal den Sicherheitseimer zu dir hin. Ich mag halt beides nicht. Alleine, das ist schon mal eine gute Reaktion. Das ist gut. Denk dran. Ich probier jetzt mal, ne? Nicht aufs Mikro. Egal was, du hast nicht aufs Mikro. Probier jetzt mal. Ja, das ist dein Kanalbudget für ein Jahr. Und es ist noch viel mehr da, wo das herkam. Go, 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 go. Oh shit, wow. Damn. Warum ist das noch ein bisschen Glibber? Oh Gott. Tut mir leid, jetzt habe ich dich so ein bisschen angesprotzt, aber wahrscheinlich hast du es gar nicht gemerkt. Weil du halt mal dein Maul jetzt. Wie lange muss das drin behalten, damit es zählt? 15 Stunden. Boah. Hier, sag mal, warum haben wir eigentlich kein Wasser? Ja. Da ist noch was, ne? Das wartet auf dich. Fuck you. Das ist der Himbeerschleim. Ja, komm. Ja, sehr gut. Das war jetzt wahrscheinlich eher lecker, oder? Boah, Drew ist so... Der Verlierer kriegt keins. Nee, ich gebe ihm dann was. Hat man mich hier Wasser trinken sehen? Steht mal weiter. Ich muss echt überlegen, was jetzt passiert. Alles ist noch drin. Alles ist noch möglich. Es ist halt, das Problem ist, kennst du das, wenn du weißt, wenn du jetzt schluckst, ja, hast du den ganzen Geschmack mal wieder drin. Mhm. Da hast du noch viel von. Wahrscheinlich, wenn du so eine halbe Stunde mal aufstoßen musst. Ja, oh. Und dann so mittendrin, so eine Stunde später, wie so eine Zeitbombe auf einmal so. Hör auf. Mit den Geräuschen. Bitte mich Wasser. Okay, sauf deinen Scheiß, ich mit. Boah, goddammit. Oh, goddammit, you made it. Wie hast du denn da so oft absetzen können? Ich habe mir nie was für den Rückweg gespart. Ich musste, hatte immer Schiss, oh, dass ich lachen muss, weil du dich so wegschmeißt und dass ich dann hier so dir alles. Dann sind wir hier erstmal noch eine halbe Stunde mit Kameralinsenreinigung beschäftigt. Was ist eklig? Ich spürte es da hinten, eine Party feiern. Ne? Boah, ich muss halt mit Julius noch was aufnehmen. Oh ja. Glückwunsch, Julius. Das dreh den Kopf weg, wenn er ausatmet. Boah. Willkommen auf YouTube. Biatsch. So, pack mal dein Glas her, du Uhr. Sehr gern. Oh. Boah, ist das eklig. Dieses... Oh, nee. Ja, Dinge, von denen ich eigentlich gehofft hatte, dass ich sie nicht noch mal machen möchte. Ja. So schnell... Ja. Oh. Denk dann an die Chips noch, ne? Wie das stinkt, ey. Warte, bin ich eigentlich noch dran? Das Zeug ist nicht... Oh, fuck, mir läuft den... Was klebt denn da dran? Das ist jetzt schon was am Limit, Mann! Boah, warte. Mehr gönn ich dir nicht. Oh Mann. Du hast mich jetzt auch. Boah, boah, ist das eklig. Oh shit. Fast zu süß. Das könntest du aber umrühren, wenigstens. Du kannst dich mal ins Knie ficken. So, ich wüsste nicht zu. Explicit Content, ey. Hm. Das ist ein bisschen so ein Tequila. Lukas, ich muss mir die Nase kurz putzen, das kommt mir, glaube ich, aus der Nase. Boah, wenn das nicht so stinken wird, Leute, ich sag's euch. Weinst du ganz? Weißt du, man muss vielleicht dazu sagen, dass der André eigentlich so der Initiator war, was für die derberen Sachen angeht. Der halt irgendwie also gesagt hat, ja, da kann man noch was draufschütten.
Also du kannst jetzt mal überlegen, was du da machst, aber nur Sauerkrautsaft? Ja, ja. Also genau genommen hat das ja alles seinen Anfang genommen mit unserer Mortal-Kombat-Partie. Ja? Du stimmt, ja. Du quasi alles. Ja, das, alles. Das war... Oh. Ja? Wo ich gesagt habe, lass uns doch mal mit einem Vollmond Wasser spielen. Oh. Deine Reaktion vorher ja, macht es echt nicht einfacher. Du bist so ein Teamplayer. Oh. Ist dir scheiß wieder warm? Ja. Oh, fuck. Ich habe Gänsehaut. Mama. Oh, wenn es nicht, das stinkt so gotzerbärmlich, ey. Gotzerbärmlich. Mir ist ja immer noch so ein bisschen flau im Magen von der ersten Nummer, ne? Also ich kann dir sagen, meine Mutter sagt immer, das zweite Glas Sauerkrautsaft dreht einen Magen um. Komisch, was du mir sagst, immer nur macht 50 Euro. Oh, dann hat sie aber den Preis erhöht. Familienrabatt. Oh. Warte, machst du meine Mutter bitte? Was? Oh, nein, das würde ja nicht hierher kommen, in dein Haus. Und das ist übrigens, jede Folge der Heider Versus wird bei mir zu Hause gedreht. Ja, halt den, er lebt hier auf der Couch. Boah. Da sind noch Flächen von. Ja. Okay. Ich kann den Geruch nicht ab, das ist das Schlimmste. Wir sind jetzt eigentlich sollen ja YouTube-Videos nicht länger als 10 Minuten sein. Also eigentlich muss ich die Scheiße schnell trinken, aber es ist nicht so leicht. Du kannst auch absetzen, das ist, Gott, das, ist dir überlassen. Okay. Du Tier. Oh, es ist salzig jetzt! Oh. Goddammit! Das ist so wie wenn du im Meer schwimmst und irgendwie so eine Welle ins Maul kriegst. Oh, doch lecker! Oh, diese leichte Himbeernote. Goddammit! Nutzig in Duque, himbeerig im Apfel. Ja, ohne Scheiß in Eichenfässern gereift. Oh Gott, ich verfluche dich, DM, dass du so eine Scheiße verkaufst. Oh mein Gott, ey. Wieso hatte ich immer so eine Scheißidee? Ich weiß nicht, weil ich gedacht habe, ich gewinne. Fuck. Darfst du ein leckerer Haferdrink sein? Später vielleicht. Oh Gott. Oh, das ist finster. Shit. Verwandelst du dich? Shit, irgendwie gefällt's mir. Lass mal was hängen. Dr. Jekyll. Die gehen auch schon die Haare aus. Ja, ey, kein Wunder. Oh. Kein Wunder. Ich hab diesen Scheiß immer noch. Oh. Kennst du die Szene in die Stiefbrüder, als sie das Bewerbungsgespräch haben? Nee. Und bei Seth Rogen und einer von denen furzt? Man hört das aber nicht und Seth Rogen sagt... Nee, man hört schon, das ist ein ganz lauter Furz. Und sagt, haben Sie gerade gefurzt? Ich schmecke es auf meiner Zunge. Ist das Ketchup und Zwiebeln? So geht's mir gerade. Ich hab's ja vorher schon gesagt, das erinnert mich eher an diese Szene aus der Exorcist. Oh, fuck. Okay, Finish Line. Here we go. Yes! Oh. God damn it! Oh. Subscribe now! Abonnieren! Das ist immer die Abschluss. So, ja. Subscribe! Bitte abonniert seinen Kanal! Wir haben nur harmlosen Tabak geraucht. Lasst es nicht umsonst gewesen sein. Oh, ist das. Ich glaube. Oh Mann. Oh, das ist großartig. Aber es schweißt zusammen. Ja, ich bin auch. Ich würde es mit keinem anderen teilen, ja. Vor allem als mit dir. Ich würde uns gerne beide umbringen. Ja. Ja, gibt es noch famous last words von dir? Also ich kann sagen, ich werde das nicht mehr, also heute werde ich nicht mehr sowas trinken. Oh, vielleicht gewinne ich. Wo hätte ich jetzt gedacht, hätte ich das vorher schon versetzt? Das wäre geil jetzt. Also, oh Mann, ich brauche... Feinster Morgen, Udi. Oh Mann, warte, ich muss wieder aufstoßen. Oh. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich kotzen muss, kotze ich auf dich. Hauptsache nicht aufs Mikro. Great Television. Wow. Okay. Also ich muss sagen, das war doch jeden Cent wert. Das kriegst du eh nicht mehr raus. Ich glaube, dann ist alles gesagt, oder? Auch widerlich. Ja, okay. Fantastisch. Also ich habe meine Schuldigkeit getan. Wie gesagt, Vorschläge immer gerne in die Kommentare. Was wir gleich sagen können, wir werden nicht sowas machen wie uns irgendwas in den Arm tackern oder... Nicht im ersten Jahr. Nein, also nicht im ersten Monat zumindest. Ja. Hast du ja gesagt? Ich habe im ersten Jahr gesagt. Das ist so wie bei diesem bei Telekom, so hier bestellen Sie jetzt für 29 statt für 50 Euro und dann so am ersten Tag. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob es mich gefreut hat. Es war mir eine Ehre, irgendwie, glaube ich.
Muss ich was sagen? Ich verweigere die Aussage. Du, das darfst du machen. Und demnächst gibt es eine zweite Folge. Per Spion von mir. Ah. Wieder mit widerlichem Scheiß. Ja, wird geil, ne? Viel Vergnügen. Reimlaut. Heider out.